Linus, du sagst uns Bescheid, super, wir sind auch online. Ja, dann begrüße ich ganz herzlich hier unser Publikum im Waldraum, dem Pavillon, den Construct Lab hier im Garten des Brücke-Museums gebaut hat. Und zwar dient uns der nämlich für Veranstaltungen wie heute, für Bildungsprogramme, aber auch für Performances. Also schön, dass Sie das am dritten Advent hingekriegt haben, hier hinzukommen und auch bei der Kälte, aber es wird hier auf jeden Fall warm. Dann begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste. Ich fange mal in der Mitte an. Barbara Steiner, jetzt Direktorin Stiftung Bauhaus Dessau. Eigentlich jetzt ist Quatsch, schon länger. ja, aber nicht mehr ganz so frisch. Es kommt wahrscheinlich noch sehr frisch vor. Ich sage später noch ein paar Worte. Dann Christian Jankowski ist auch da. Herzlich willkommen. Und Lisa-Marei Schmidt. Lisa-Marei Schmidt ist hier Direktorin im Brücke-Museum und Christian Jankowski, bildender Künstler in Berlin, arbeitet auch kuratorisch. Und ich begrüße heute alle zur Veranstaltung, dem Tischgespräch. Die Tischgespräche sind eine Reihe, die wir gemacht haben im Rahmen der aktuellen Ausstellung How to Brücke-Museum, ein Blick hinter die Kulissen, die aktuell im Brücke-Museum noch bis Ende Januar läuft. Und hier haben wir versucht, die Arbeitsbereiche des Museums und auch unseres Museums auszustellen und zu zeigen und unter dem eben auch den Aufgabenbereich das Kuratieren. Und dieses Gespräch geht über das Kuratieren. Wir hatten schon Ausstellungsgespräche über das Vermitteln, Digitalisieren, die leider verschoben wurden, auch über die Aufgaben des Museums. Und in der nächsten Woche haben wir noch ein Gespräch über den Bereich des Forschens, also nur, dass Sie einmal einen Überblick haben. Heute unterhalten wir uns über das Kuratieren, circa eine Stunde lang. Sie haben auch so die letzten 10 Minuten, Viertelstunde auch die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Ich weiß und ich sehe auch, dass hier einige Personen sind, die auch viel Ahnung vom Feld haben und auch die keine Ahnung haben. Sie können alle Fragen stellen. Und hiermit widme ich mich jetzt nochmal unseren Gästen. Also Christian Jankowski, dich hatte ich schon kurz als bildenden Künstler vorgestellt. Du hast hier eine Arbeit bei uns in der aktuellen Ausstellung, die Dienstbesprechung. Darauf kommen wir bestimmt später noch, aber das ist unter anderem ein Grund, warum du hier bist. Barbara Steiner arbeitet eben nicht nur jetzt als Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, sondern hat eben viele Stationen im Bereich des kuratorischen Leitung von Häusern, von kleineren Häusern, Kunstvereinen bis hin jetzt eben einer großen Stiftung, aber arbeitet eben auch im theoretischen Feld in der Lehre. Und eben Lisa-Marei Schmidt hat jetzt ihr 5-jähriges Jubiläum hier im Brücke-Museum und deshalb eben auch die Ausstellung, so ein kleiner Blick zurück. Und mehr verrate ich jetzt eigentlich nicht, denn ich habe schon meine erste Frage an dich, Lisa. Warum hast du dir die beiden Gäste gewünscht? Du hast ja gesagt, das kam auch relativ schnell und spontan, wer kommen soll. Und Lisa-Marei Schmidt hat sich eben Barbara Steiner und Christian Jankowski gewünscht. Warum? Ja, erstmal eine ganz große Freude, dass ich hier mit euch beiden sitzen darf. Vielen Dank, Daniela. Ich glaube, das Schöne an den Tischgesprächen ist ja, dass wir uns Gesprächspartnerinnen suchen dürfen, mit denen wir gerne reden. Und mit euch beiden rede ich beide gerne. Barbara habe ich vor einem Jahr kennengelernt bei der Preisverleihung des AIKA in Dessau, als sie gerade vor einigen Monaten vorher ihre neue Stelle begonnen hat. Und wir haben uns sozusagen spontan zusammengesetzt und direkt sehr gut geredet. Natürlich kannte ich ihre Arbeiten schon vorher, also nicht nur die Arbeiten, also die in den frühen 90ern, die Ausstellung mit Philipp Parena, Jeremy Della, Rigrid Tiravaniya, sondern natürlich auch ihre wichtige Arbeit, die 10 Jahre in Leipzig an der Galerie für zeitgenössische Kunst, die ja wirklich eine Einrichtung war, die man sozusagen überregional begleitet hat. Dann kurz das Intermezzo Graz, jetzt seit einem Jahr in Dessau. Und ich glaube, was ich auch mal toll fand an deinen Statements, die ich in der Presse gelesen habe, bevor ich dich sozusagen persönlich kennengelernt habe, war nicht dein Verständnis oder die Idee, dass Leitung auch eine kuratorische Aufgabe ist und dass sozusagen man auch eine Art, oder ich habe so empfunden, eine Art Verantwortungsgefühl, nicht nur für die Künstlerinnen und Künstler, mit denen man arbeitet, sondern auch für den Standort, den Kontext, die Sammlung, mit denen man arbeitet. Und vielleicht, das ist sozusagen der Übergang zu Christians Arbeit, den wir ja hier, was mich auch sehr gefreut hat, dass wir hier die Dienstbesprechung zeigen dürfen in der Ausstellung.
Natürlich, deine Arbeiten habe ich genauso lange verfolgt, aber das war auch der Anlass, dass wir uns persönlich kennengelernt haben. Und es war halt auch in der Vorbereitung wirklich so schön zu sehen, wie viel Gedanken, es ist ja eine ältere Arbeit von 2008, aber trotzdem, wie viel Gedanken du dir in der Vorbereitung gemacht hast, wie können wir die hier zeigen, auch was über das Publikum mitgedacht hast, also nicht nur räumlich, sondern auch das Publikum wirklich mitbedacht hast und was wir eine Form gefunden haben, diese Arbeit hier in den Räumen, in dem Kontext zu zeigen. Und ich fand es halt auch schön, weil ich ja immer Künstlerinnen und Künstler die besten Sparring-Partner finde, über Kunst zu reden, aber auch über Kuratieren und die Institution Museum. Und das sind ja alles Bereiche, in denen du vielfältig gearbeitet hast. Und also du hast ja auch selbst kuratiert, aber auch in deinem ganzen Praxis reflektierst du ja eigentlich das System Kunst und das Kuratieren. Und deshalb fand ich das so schön, sozusagen eure beiden Perspektiven hier an dem Tisch zu haben heute. So, jetzt haben wir viel vom Haus geredet. Die beiden Gäste außerhalb des Brückmuseums sind vorgestellt. Genau, wer später noch Zeit hat oder Lust hat, kann sich gerne noch die Ausstellung anschauen, sich dann auch nochmal die Gedanken machen, wie wurde hier kuratiert, was ist in deiner Arbeit übers Kuratieren und auch übers Ausstellungsmachen und Museumsmachen abzulesen und zu sehen. Jetzt fange ich mit so einer Definitionsfrage an, das ist immer so eine Totschlagfrage, was ihr unterm Kuratieren versteht, weil ihr das beide sehr oder alle drei sehr unterschiedlich ausarbeitet und auch sehr unterschiedliche Ansätze habt und an unterschiedlichen Positionen setzt. Und vielleicht könnt ihr auch mit einem Beispiel antworten oder mit einer Frage, die euch umtreibt, das soll jetzt keine Definition sein, aber was versteht ihr persönlich in eurer Arbeitspraxis unter dem Begriff des Kuratierens? Und jetzt würde ich vielleicht Barbara Steiner mal das Wort geben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, denn wir hatten auch schon häufiger miteinander, in der Vergangenheit hatten wir einiges zu tun und wir kennen uns sogar noch aus Hamburg, wo Christian noch einen Kunstraum, einen Alternative Space betrieben hat. Also damals stand er schon mit dem System auf Du und auch jetzt mit dem institutionellen Gefüge und auch seinen Alternativen, weil um die geht es dann ja auch bei dem, was wir machen. Definition kuratieren, also da ringen ja sehr viele, was das jetzt sein könnte und es wird ja heute viel kuratiert, also man kann sogar Wein und alles Mögliche, also das ist ein Household-Begriff geworden. Für mich ist es, wir sprechen immer von einem Gefüge, wir sprechen von Relationen, von Beziehungen und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Also natürlich sind da auch Objekte, aber auf jeden Fall ist Kuratieren mehr als Ausstellungen machen. Es umfasst materielle und immaterielle Faktoren, natürlich Informationen aller Art, die sich dann auch räumlich visuell manifestieren, aber es geht auch um Wissen, um Werte, um Beteiligte, um Einzelpersonen, um Gruppen, um soziale Fragen, um ökonomische, um politische. Also wir reden hier tatsächlich von einem sehr komplexen und in dem manövrieren wir. Und wir werden ja heute sicher auch noch über strukturelle und systemische Fragen sprechen. Die spielen da eben auch rein und das, was du vorhin sagtest, wie mein Verständnis von einer Institution kuratieren, hat natürlich genau damit zu tun. Und ich habe vor ein paar Monaten, habe ich in der FU einen Vortrag gehalten und der hieß dann eine Institution kuratieren. Also das ist schon etwas, was mich beschäftigt. So. Ich danke auch für diese Einladung und ich muss auch sagen, dass ich, nachdem wir gesprochen haben und der Name Barbara Steiner fiel, sofort gerade habe, super. Weil wir haben uns Ewigkeiten nicht gesehen und es war wirklich, mit Barbara, muss ich echt sagen, mein absoluter Anfang mit überhaupt diese Kombination Kurator, Museum, Künstler. Weil du hast im Kunstmuseum Luzern, weißt du noch? Von welchem Jahr sprechen wir ungefähr? Warte mal, 95? 97. Ja, es war 97. Artist Institution. Genau. Und was noch? Wahrscheinlich? Artist. Visitors. Ja, Besucherinnen wahrscheinlich, ja. Denk Artist Audience Institution, glaube ich, hieß das. Ja. Und, da haben wir es schon. Ja.
Und ich muss echt sagen, da habe ich ja in Hamburg noch Kunst studiert und ich kam eigentlich durch Stefan Schmidt-Wulfen und dich an einen sehr interessanten Kontext von Künstlern. Da wurden im Kunstverein Hamburg also tolle Leute eingeladen, die öfter auch Workshops dann machten, wo man mit Dominik González-Förster oder Philipp Pareno war da und wurden auch Projekte mit denen umgesetzt und dann in dem Kunstverein gezeigt und da waren eine kleine Gruppe von Studenten, unter anderem auch ich, auf zur Stammkunde, dass ich da, wenn da irgendwas zu machen war, mitzuhelfen war, das war ich da gerne dabei und habe, glaube ich, auch da hat sich für mich einiges geöffnet. Deswegen auch nochmal ganz großen Dank an dich, dass ich in diesem Kontext da, das hat auch ganz viel mit Kuratieren. Also wo wächst man auf? In welchem, mit was wird man ausgesetzt? Was wird dann irgendwann zunehmend Normalität, ja, und also wo fügt man sich dann in so ein Gefüge ein? Und da muss ich sagen, waren das extrem prägende Jahre. Auf der anderen Seite habe ich, wie du schon sagst, natürlich auch vielleicht mit diesem Handicap am Anfang noch nicht den Platz gefunden zu haben, diesen alternativen Raum aufgebaut, wo man auf einmal unabhängig erstmal war sozusagen von den Institutionen oder von Kuratoren, wo man das in gewissem Sinne selbst gemacht hat. Ja, genau. Oder das auch, genau. Aber das war natürlich ein toller Ausgangspunkt, um dann auch Besuch von Kuratoren zu kriegen. Mhm. Und ich würde sagen, du hast auch vorhin diesen Begriff genannt, das Ausstellungsmacher. Ich finde es auch mit dem Kuratoren ein ähnlicher Modebegriff, wie das schon so durchklang. Ich finde dieses einfache Tun, für mich beschränkt sich das ganz stark einfach nur auf dieses Machen. Ausstellungsmachen ist wie Kunst machen und irgendjemand macht es und irgendwas macht man immer falsch und irgendwas gelingt. Aber ich glaube, dass man, einfach ein Prozess ist. Irgendwann ja, lädt man Leute ein, irgendwann ist ein Raum da, eine Gegebenheit und irgendwann ist die Eröffnung da und irgendwann ändert man nichts mehr und irgendwann dokumentiert man das und irgendwann erzählt man über das, was man dokumentiert hat, etc. etc. Und ich merke aber, dass ich ähnliche Fragen so das beim Kuratieren oder beim Ausstellungsmachen ist ja auch so ein Ausschlussverfahren, dass man manchmal überlegt, was fliegt dann eigentlich raus von all den Möglichkeiten, die es gibt. Und das fällt mir sowohl für meine eigene Kunst als auch beim Kuratieren, wenn man dann andere Leute einlädt, auch ist das extrem schwierig. Und ich merke, dass auch da eigentlich bei mir eher die Tendenz ist, alles zuzulassen. Mhm. Ich merke, ich glaube, für mich ist dieser ursprüngliche Begriff curare, der aus dem Lateinischen kommt und Sorge tragen ja heißt oder sich kümmern, ist eigentlich immer noch sozusagen ein Leitbild, weil ich finde halt auch, der Begriff kuratieren ist so viel inflationär mittlerweile, wird der verwendet und ist ja eher sozusagen selektieren und Auswahl, als es wirklich Sorge tragen und kümmern heißt, wo ja der Ursprung des Wortes her ist. Und ich finde dieses Denken, also deshalb ist, glaube ich, dass sozusagen Künstlerinnen oder Werke in den bestmöglichen Bedingungen zu zeigen oder darüber nachzutreten oder in Dialog zu treten, ist für mich wichtig. Und es ist ja auch was ganz anderes, wenn man mit zeitgenössischen Künstlerinnen arbeitet oder mit historischen Werken, wo man sozusagen Werke hat, aber die Künstler gar nicht mehr leben, um mit einem darüber zu reden, wie es jetzt ja hier im Brücke-Museum der Fall ist. Und da versuche ich eigentlich immer sozusagen im Sinne der Künstlerinnen zu denken. Ich muss da jetzt was hinzufügen. Für mich ist es weniger, weil das hat jetzt sowohl Christian gesagt, wie hier dachte das auch auf, diese Frage des Auswählens. Ich wähle aus. Das ist für mich gar nicht der Punkt, sondern mich interessiert, wie kann man bestimmte Dinge in Beziehung setzen, die können durchaus auch von anderen ausgewählt sein. Also eher präzise an den Nahtstellen dieses Gefüges, was ich vorher eben skizziert hatte, dass es diese unendlich vielen Ebenen gibt und wie sich die zueinander verhalten können. Und da bin ich natürlich dann schon auch, da könnte ich jetzt zum Beispiel auch schon das Bauhaus nehmen, das hat so viele Ebenen, es ist so eine hybride Institution und das mache ich ja nicht alleine. Ja? Und ich hatte ja auch, dieses sehr umstrittene Projekt Carte Blanche, da ging es ja auch darum, wie verhält sich das öffentliche Museum zu privaten. Egal, ob das jetzt kommerzielle Galerien, Unternehmen oder eben Sammlerinnen sind. Und die hatten einen Raum, wo sie diese Entscheidungen treffen konnten. Aber es gab einen Rahmen. Innerhalb dessen haben dann eben auch bestimmte Platzierungen und Aussetzungen und
auch eine gewisse Exponiertheit hat innerhalb dieses Rahmens stattgefunden, der sich aber auch dadurch wieder verändert und verschoben hat. Also sowas interessiert mich eigentlich. Also das geht nicht immer nur, das ist ja das, was man so zunächst denkt. Irgendjemand wählt etwas aus, was ja dann sofort die Frage aufwirft nach den Kriterien und warum diese Person, warum jene. Früher hat man das noch so beantwortet, weil man es eben weiß. Da kommt dann das Spezialistinnen- oder das Expertinnentum rein. Zu Recht wurde das aber dann auch kritisiert. Man sagt, ja, aber warum wissen die das und sind die anderen jetzt doof oder so? Oder kann ich auch als jemand, der gar nicht dieses Expertinnenwissen hat, was kann ich dazu beitragen, Teilhabe? Also es hat sich dann sehr kompliziert gewissermaßen und an diesen Nahtstellen arbeiten wir jetzt hier kuratorisch. Ja. Vielleicht nochmal, weil jetzt auch häufiger der Begriff Ausstellungsmachen gefallen ist. Also das klang ja schon am Anfang an. Kuratieren ist ja, kann ja auch mehr sein, eben eine Ausstellung kuratieren, Programm kuratieren, so ein ganzes Setting zusammen kuratieren. Ich frage mich, wie hat sich der Begriff vielleicht aus den unterschiedlichen Perspektiven auch im Rahmen oder in der Laufbahn verändert? Also es ist ja was anderes, ob man vielleicht nur für einen Raum verantwortlich ist, einem Offspace, einem Kunstverein oder dann eben, also bei Christian erinnere ich mich oder habe ich so das größte kuratorische Projekt war 2016 die Manifesta. Ich würde mal versuchen, sagen, Barbara Steiner, jetzt die Stiftung ist auch sehr groß und komplex. Da sind viele unterschiedliche Abteilungen. Das geht wesentlich mehr über das Ausstellungsmachen hinaus. Das ist dann auch sehr viel Personalarbeit. Und bei dir, Lisa, du hast jetzt auch eben ein Haus, das halt eben auch eine historische Sammlung ist. Und auch die Frage, du kommst sehr stark aus der zeitgenössischen Kunst. Also wie hat sich bei euch dreien vielleicht auch euer Verhältnis und die Arbeitspraxis zum Kuratieren verändert? Vielleicht fangen wir bei dir an, Christian. Ich glaube auch noch mal ganz kurz zu diesem Auswählen. Das war vielleicht auch ein bisschen unscharf von mir formuliert. Ich meinte dabei eher, ich denke viel mehr im Produzieren. Weil wir sind fast, diese ganzen kuratorischen Prinzipien sind fast immer dazu da, Kunst zu produzieren. Mhm. Es ist selten so, dass ich sage, das nehme ich mit und jetzt mache ich eine historische Gruppenausstellung, was natürlich total, das ist natürlich genauso Ausstellungsmachen, aber es ist nicht genau das, was eigentlich sozusagen diese Schiene ist, die ich eigentlich von Anfang an bis jetzt auch wieder in Anführungsstrichen durchziehe, weil am Anfang war es immer in dem Kontext, was dann zu machen, da in diesem Ausstellungsraum zum Beispiel im Schaufenster zu arbeiten. Und da ging es noch darum, sich selber oft mit Performances, Schamkasten, Badewanne, öffentliches Baden etc. Da fanden viele Performances, die dann hinterher auch in irgendeiner Form dokumentiert worden sind, die dann zu Werken geworden sind. Gleichzeitig waren es auch Künstlerkollegen. Und dann kam durch mehr und mehr Leute, die man kennenlernte, auch durch dich und Stefan Schmidt-Wurfen auf einmal Dan Graham bei uns vorbei oder Guillaume Biel, bestimmte Künstler, die einfach in Hamburg waren, um andere Sachen zu machen, die dann auch verwickelt wurden und dann Projekte so für diesen Raum auch mit vorgeschlagen haben. Etc. Also auch kuratorische Praxis als Netzwerkpraxis. Genau, als genau. Und jetzt ist das auf eine Art weiter, du sprichst Manifesta an, es ist auch eine ähnliche Sache, da habe ich mich auch eher in die Rolle von Produzenten versetzt. Ich habe mit meinem Kunstbegriff, dass ich so an dieses Kollektiv glaube und ich glaube daran im Prozess, dass ich in dieser Beziehung und Beziehung zwischen verschiedenen Perspektiven aus professionellen Welten, wo Menschen anders auf etwas gucken und dadurch anderes Vokabular mit einbringen und vielleicht eine andere Arbeitspraxis haben und die bereichert wiederum die künstlerische Arbeitspraxis. Das dachte ich, würde ich gerne anderen Künstlern anbieten, weil ich mir eigentlich immer wünschen würde, auf einer Biennale so eingeladen zu werden. Meiner Meinung nach, ich wurde zu 99% der Fälle sozusagen vom Flughafen abgeholt und dann wird einem eine junge Kuratorin oder ein junger Kurator, der das hilft mitzumachen, der führt einen dann durch die Stadt und dann entwickelt man irgendeine neue Idee für eine Biennale. Und ich dachte, na, wie wäre es dann eigentlich, wenn man vorher schon sich so eine Perspektive, ein Schlaglicht auf so eine Stadt kriegt durch eine Profession, sei es, dass der Zahnarzt da durch Zürich führt, der Banker durch Zürich führt, der Sexarbeiter durch Zürich führt, etc. Dass man dadurch schon ein Milieu findet, was einen inspiriert. Vielleicht mehr als bei allen Künstlern wiederum die gleichen Orte abzuklappern, über die es ja auch geht ja auch.
Aber das war so ein bisschen der Hintergrund, dass ich da auch, ich will sagen, alles läuft über so eine Produktion. Und ich bin ja auch am Unterrichten, unterrichte lange schon in Stuttgart an der Akademie. Und da habe ich natürlich fast jedes Semester mit den Studierenden so ein Thema, was diese unterschiedlichen Positionen zusammenbringt und was den Fokus bringt für eine Diskussion oder für einen Blick, wo die sich austauschen können. Und da hilft es auch, so ein Thema zu bringen und sich zusammen zu positionieren, weil man auch in der Gruppenausstellung von so Studierenden auch ein anderes Gehör sich verschafft und damit auch jeder einzelnen Position ein Forum, ein Plateau gibt. Ja? Immer wieder aus der Produktion heraus. Ja. Ja. Produktion, aber Austausch, Kollaboration oder kollaborative Praxis, also das höre ich da alles erstmal bei dir raus, vielleicht gebe ich es nochmal weiter. Ja, also was ich an seiner Praxis, weil das sind natürlich alles kulturelle Praxen, die künstlerische, die kuratorische. Und die kommen manchmal sich sehr nahe, ja? Und das ist ja auch interessant. Aber gleichzeitig in so einem Zusammenarbeiten, und das machst du ja im Machen, du bringst die Rollen, die so ja, unausgesprochen manchmal und manchmal auch sehr offensichtlich, die bringst du ja dann gehörig durcheinander. Also da kommt ja was ins Rutschen, also in den Zuordnungen, was jemand wie, in welcher Weise, üblicherweise macht, was er dann macht. Und auch die Rollen, die du eingenommen hast, also ja schon ganz früh. Also das sind Herausforderungen auch an die Institutionen und an ja, Formate. Also, so, also ich muss auch sagen, Manifesta, das ist toll, fragt man sich, also ist ja schön, das musste ziemlich lange, bis da jemand mal auf so eine Idee gekommen ist. Also auch so einen Umweg zu gehen und etwas, was nicht in so einer Offensichtlichkeit daherkommt, aber wo man dann merkt, ja, aber das gibt jetzt echt auch eine andere Perspektive aufs Ausstellungen machen und auch auf so ein Format wie die Manifesta. Ja, wie hat sich's bei mir verändert? Naja, man steigt eben ein und dann ist man auch innerhalb von Konventionen. Und gleichzeitig durch die, das was du sagst, durch die Künstlerinnen kommt man dann auch, man guckt sich dann deren Praxen an. Das ist das eine. Also ich würde auch sagen, da kann man sehr viel auch lernen. Und zum anderen lernt man dann auch durch Erfahrungen. Also und man kriegt, also ich würde sagen, ich habe dann mehr und mehr Gespür gekriegt für die Komplexitäten, Verwicklungen und Verwickeltheiten, aber auch also sozusagen im Positiven und im Negativen. Und jetzt interessiert es mich auch entlang dieser Interessen und auch Interessensgruppen. Also das sind ja alles keine neutralen Territorien, sagen wir mal so, auf denen man sich da bewegt. Und auch in diesem Wissen um Asymmetrien, um Machtverhältnisse, um Ein- und Ausschluss. Und dann begibt man sich da vollen Herzens hinein, auch zu sagen, ja, aber was kann man dazu beitragen, dass die Dinge in Bewegung kommen? Das macht er, das mache ich, das machen wir dann. Da sind wir wieder bei deiner Verantwortung, ja, und dem Sorge tragen, weil es ist natürlich auch eine Verantwortung. Es ist aber auch ein mächtiges Tool. Man kann Dinge in eine Sichtbarkeit bringen, man kann sie aber genauso gut auch aus der Sichtbarkeit nehmen. Ja. Das ist ein ambivalentes Tool auch. Ich glaube, bei mir ist sozusagen immer das Mitdenken des Kontextes. Also ich glaube, ich habe in jeder Position, und natürlich ist Erfahrung ein Riesenpunkt, ne, wenn man sozusagen, aber nicht nur Erfahrung sozusagen, Berufserfahrung, sondern ich finde auch Raumerfahrung. Ich habe immer das Gefühl, dass man, wenn man einen Raum kennt, ganz anders kuratiert, als wenn man sozusagen neu in den Räumlichkeiten beginnt. Und ich glaube, ich habe immer so sehr stark den Kontext, den räumlichen Kontext, den architektonischen Kontext, den Sammlungskontext so als Rahmen für mich genommen, um innerhalb dessen irgendwie kreativ zu sein. Und das fand ich auch interessant bei euch, wie ihr sozusagen Ideen generiert. Also wenn ihr startet, ihr in unterschiedlichen Orten, also bei Manifesta oder in Institutionen mit, also das habe ich bei euch halt nicht das Gefühl, dass ihr mit so einer Liste startet, was sein muss, sondern dass ihr eigentlich auch eingeht auf die Gegebenheiten, die natürlich in Dessau was ganz anderes sind als in Graz. Zürich ist auch ein spezieller Ort. Also könnt ihr vielleicht da noch was zu sagen? Ja, also ich beginne immer von den Gegebenheiten. Aber das heißt nicht, dass die Gegebenheiten so bleiben sollen, wie sie sind. Und dazu gehören natürlich auch institutionelle Gegebenheiten. Da gehören aber auch soziale, politische, ökonomische. Also das ist ja auch, ich würde sagen, das Gute ist, dass das heute ja schon viel selbstverständlicher ist, sich damit zu befassen, als vielleicht noch, als ich angefangen habe. Das war in den 1990er Jahren. So, da
waren einige Leute, hatten das auch betrieben, die waren dann auch vorbildhaft, aber es gab dann auch eben noch so andere kuratorische Typen, die dann sehr aus dem Bauch raus oder auch mit so einer gewissen, deshalb auch Schmidt-Wulfen, der war ja auch dann so für mich so ein Vorbild. Das war einer der ersten Kuratoren, auf die ich gestoßen bin, die sowas wie diskursfit waren. Ja? Also jetzt hätte man ja eher ein umgekehrtes Problem. Jetzt würde ich ja eher sagen, wäre ja auch mal wieder interessant von der Praxis, da mal das vielleicht auch ernster oder auch ästhetische Fragen noch mal mehr in den Blick zu nehmen. Aber das ist etwas, was einem dann schon auch anregt. Ich hätte noch eine Frage, weil das in all euren oder in euren beiden Praxen als Kuratorin an Institutionen sehr wichtig ist, die Zusammenarbeit mit KünstlerInnen. Wir haben hier einen sitzen, der auch kuratiert. Was diese Zusammenarbeit so macht. Also Christian, du thematisierst das sehr stark auch in deinen Arbeiten ja selbst, die Rollen durcheinander zu bringen, auch ad absurdum zu führen und uns als Institution oder auch als Besucherin einiges vorzuführen. Also manchmal geht es mir so, dass mir so das Lachen im Halse ein bisschen stecken bleibt, weil uns wird halt sehr, es werden so museale kulturelle Routinen vorgeführt oder auch Machtsysteme, Strukturen, die sich sehr fest eingeschrieben haben. Und wenn man so drinsteckt, auch einem oft schwerfallen, sie zu verändern oder sie zu ändern. Und genau, also das ist eine Form des Umgangs, aber auch ihr beide arbeitet ja sehr reflexiv mit dem Bereich des Ausstellungsmachens. Bei Lisa Marei Schmidt konnte ich mitarbeiten bei der Ausstellung der Sammlung Mazzona A bis Z, da hast du auch das Ausstellungsmachen gezeigt, dokumentiert, sehr transparent gemacht. Ich weiß aus der Praxis, vor allen Dingen aus der GFZK, weiß ich das sehr gut, aus Graz habe ich es nur aus der Ferne mitbekommen, aber auch über deine theoretische Arbeit, dass du sehr reflektiert über das Kuratieren nicht nur nachdenkst, sondern es auch zeigst. Also mich würde noch mal interessieren, wie da dieses Zusammenspiel ist zwischen künstlerischen Perspektiven, kuratorischen Perspektiven aus einer Institution heraus. Wir zeigen ja gerade die Dienstbesprechung von Christian und das ist ja eine wunderbare Arbeit. Und ich finde Christian, auch wenn die Arbeiten humorvoll sind, stellst du dich nie moralisch, also es ist nie so ein an den Pranger stellen. Deshalb ist es immer, finde ich, noch ein sehr, also das ist ja auch bei der Dienstbesprechung, wo die sozusagen bei der Einladung für die Einzelausstellung per Losverfahren die Rollen der Museumsmitarbeiter getauscht wurden und dann sozusagen die Direktorin zum technischen Leiter wurde, der technische Leiter zum Direktor oder der Kurator eigentlich der Herr aus der Sicherheitsabteilung war. Und in dem ganzen Prozess, finde ich, ist es nie, dass du sozusagen da, also du legst es offen, aber es ist gleichzeitig sehr respektvoll und es ist irgendwie als Teil des Teams und du bist ja auch dabei. Und diese Szene in dem Film ist ja auch so großartig, wo der Kurator, der neue Kurator, dir dann vorschlägt, noch einen anderen Künstler einzubeziehen, denn der Putzmann des Museums malt nebenher und der findet die Bilder ganz toll und will die jetzt sozusagen auch ausstellen. Und dann bist du ja sozusagen eigentlich auch in deinem Spiel so mitgefangen. Und das, ich finde, man kann ja auch Ausstellungen eigentlich als Medium betrachten. Und ich finde, bei Künstler kuratierten Ausstellung ist es immer ein bisschen, dass die Ausstellung zum Kunstwerk der Künstler wird letztlich. Und ich finde dieses Betrachten, also wenn wir jetzt nur über Ausstellung reden, nicht über die gesamte Institution, finde ich das eigentlich immer einen interessanten Ansatzpunkt, auch über also sozusagen Museen oder Ausstellungen zu thematisieren. Und wir machen es ja gerade in dieser Ausstellung auch sehr genau, dass wir eigentlich nochmal Fragen an die Institution öffnen. Und da ist ja nicht nur sozusagen die Frage, wie denken Künstlerinnen das Museum, wo wir Christians Beitrag zeigen, sondern wir thematisieren ja auch, wer entscheidet, was gezeigt wird und haben alle, weil es natürlich immer dieses Subjektive oder diese Auswahl ist ja das, was, wenn man die Werke an der Wand sieht, denkt, aber es ist natürlich da, dass alle Mitarbeiterinnen des Museums sich ein Werk aussuchen durften und die begleitet sind von kleinen Statements, die sozusagen die Begründung, warum sie dieses Werk ausgewählt haben, daneben hängt. Und das zeigt natürlich auch sehr schön, wenn man die liest, wie unterschiedlich die Beweggründe sind. Und man denkt vielleicht auch erstmalig darüber nach, dass es Beweggründe gibt, um ein Kunstwerk oder dieses Kunstwerk zu zeigen. Ich habe das Gefühl, dass ich oft in den Werken, ich bin abhängig davon, von diesen
kuratorischen Seiten oder von jemand anders. Ich habe das Gefühl, alleine mute ich mir fast nicht zu. Es ist immer zu, zusammen mute ich allen alles zu. Und so ähnlich auch für dieses Kunst, diese Arbeit in Stuttgart. Ja, das war ja auch von der Ruth Diehl, die dann die Gastkuratorin war. Es ist ja jemand in Schwangerschaftsurlaub gegangen, mit der ich anfing, diese Ausstellung zu planen. Und plötzlich gab es diese neue Person da. Und plötzlich hatte man zwei Treffen und man, ich habe so gemerkt, das geht eigentlich, irgendwie kommen wir nicht zusammen. Und ich muss sagen, gleichzeitig war das wiederum ein Glück, weil dadurch dachte ich, das ist jetzt ein Thema, ich brauche einen anderen Kurator, eine andere Kuratorin. Und dann kam dieser Tombola, dass ich einfach dachte, jetzt machen wir diese, jetzt ziehen wir los. Und im ganzen Museum werden immer zwei Personen miteinander getauscht. Und ich habe das große Glück gehabt, dass der Kalt Schmidt, der Mitarbeiter der Sicherheitszentrale, das losgezogen hat und dann mein neuer Kurator war. Und das fing natürlich dann bei meinem nächsten Treffen in Stuttgart, saß mir dann der Herr Kalt Schmidt gegenüber. Wir haben dieses Modell von dem Museum vor uns gehabt. Ich habe auch so einen, den Katalog habe ich dabei, den habe ich für dich mitgebracht. Der ist hinter, ist auch der Katalog, genau das gewesen, was ich ihm gegeben habe. Ich habe meine komplette Arbeitsliste gegeben, immer eine, ein Foto und eine Kurzbeschreibung. Und er machte mit seinem Kugelschreiber da drin Bemerkungen. Tolle Idee, finde ich gut. Manchmal nur okay, aber überall, wo er so ein Zeichen in der Macht ist, das kommt in die Ausstellung rein. Ich sage nur so viel, das war ja auch, gleichzeitig hat man auch den Geist aus der Flasche gelassen, weil ich habe dann, erst kam er noch in seiner Uniform und hinterher kam er sozusagen immer legerer an und ich habe auch gedacht, der Kurator hat ja auch Macht, sie können ja auch noch mehr überlegen, was sie jetzt machen. Und dann haben sie mich tatsächlich vor der Kamera erwischt, wie er dann diese Neuigkeit bricht, mir gegenüber, dass dann noch weitere Künstler dazukommen. Das ist erstmal natürlich so, Schluck. Ja, aber ich muss nur sagen, es ist gleichzeitig immer auch so eine Sache, die mehreres miteinander sein kann. Es kann eine Arbeit sein, es kann kuratiert sein. Und oft stellt man, also ich habe öfter festgestellt, dass also mir kam das öfter so auch bei der Manifesta, dass dann Leute so darüber sprachen, ist das jetzt ein Kunstwerk von Jankowski? Und wenn das so ist, ist das tendenziell missbräuchlich den Künstlern den anderen Künstlern gegenüber? Und ich finde, das ist so eine Sache, dass einfach in einer Koexistenz und in dieser Unschärfe, wo man das selber für sich definiert, finde ich, passiert für mich das Interessanteste. Das ist ähnlich wie mit dem, wie darf ich es verstehen? Ist das sarkastisch, ironisch? Ist das eine Hommage an jemanden? Also genau diese ganzen Verständnisfragen versuche ich zu umgehen im Werk, um es dem Publikum zu überlassen. Ich versuche Sachen eher in der Situation einen Versuchsaufbau sozusagen geschehen zu lassen und das festzuhalten in den verschiedenen Medien und dann kann man sich selber dazu verhalten. Ja. Und das meinte ich ganz zu Anfang noch mit dem Auswählen. Weil eine der ersten Themen, wo mir das Auswählen so richtig nahegelegt worden ist, als ich den Schamkasten vorgestellt habe bei Franz Erhard Walter. Und ich hatte diesen Schamkasten gemacht, im Schaufenster schämten sich Leute öffentlich für wofür sie sich schämen, auf so Schildern, und wurden dann fotografiert. Und ich hatte so eine ganze Serie von Fotos. Und die zeigte ich meinem damaligen Professor Franz Erhard Walter. Und der meinte, ja, ist ja gut, da kann man jetzt 2, 3, 4 rausnehmen noch. Und dann ist das doch ein gutes Werk. Und ich habe so 2, 3, 4 rausnehmen? Welches nehme ich denn jetzt raus? Und weil für mich war das, egal ob jemand sich dann auch für einen Grund vielleicht vordergründig sagt, ich schäme mich für uns alle, vielleicht weil diese Person nichts über sich aussagen wollte, war das für mich irgendwie eine genauso wertvolle Aussage, eine genauso wertvolle Reaktion auf, ne, auf diesen Dialog, der da begonnen worden ist. Und das ist so, es ist so, manchmal entdeckt man einfach auch selber erst im Laufe der Zeit und man muss diese Bedeutung auch schaffen. Ich glaube, dass diese Bedeutung einfach beim Rezipieren ganz toll passieren und auch da in dem Moment, wo ich kuratiere, weiß ich oft noch gar nichts, außer so da ungefähr soll, dass irgendwas passieren soll, ja. Zum Glück hat er dich nicht ausgeladen. Das hätte natürlich auch passieren können. Ja. Er sagt, ja, eigentlich Herr Jankowski. Ich glaube, ich stelle jetzt lieber diesen anderen Künstler aus. Finde ich besser. Genau. Das ist ja nicht passiert.
Aber was du beschreibst, das könnte ich jetzt, und da sieht man wieder, wo die Praxen dann zusammenkommen, das könnte ich nämlich genauso unterschreiben, das zusammen mutet man sich alles zu. Mich interessiert jetzt auch nicht so die singuläre kuratorische Position und mich interessieren auch Einzelausstellungen nicht, außer die einzigen Einzelausstellungen, die ich in letzter Zeit dann gemacht hatte, waren die sowieso das Format Einzelausstellung dann auch aufs Spiel setzen. So. Und ansonsten interessieren mich auch eine Ausgangs-, das ist so ungefähr wie ein Spielfeld, man setzt dann sozusagen, das Feld ist da, die Player sind da und dann fängt man an mit Spielzügen und damit ändert sich natürlich auch irgendwann das Feld, also die Konstellation ändert sich total. Und dann sind auch bestimmte Dinge, die unvorhersehbar sind. Also bei dem Carte Blanche, da ging es auch darum, die Leute zu lassen. Was denkt ein Privater, dass er in einem öffentlichen Museum zeigen müsste? Der Witz war aber, dass es nicht nur Bedingungen gab, also wer was bezahlt oder nicht bezahlt, sondern dass genau auch diese eigenen Interessenslagen, die wurden ja mit ausgestellt. Nicht? Also es war nicht so... Aber trotzdem wurde es den Leuten überlassen, was denn das jetzt sei. Und dann landet man auch genau bei den Fragen, bei dir ist es ja auch so, was ist denn das, was so selbstverständlich scheint? Und wer nimmt denn jetzt welche Positionen ein? Und könnte das nicht auch anders sein? Was zeichnet jetzt das öffentliche Museum? Was kann privater, was das öffentliche Museum nicht sein kann? Wo sind die Tücken? Wo sind dann noch die Sackgassen? Aber das Ganze sozusagen nicht als, das findet jetzt irgendwie... unausgesprochen hinter den Kulissen, sondern das zehrst du, das Ausstellen ist dann tatsächlich Ausstellen, auch all die Bedingungen und Mechanismen, die diesen Verhältnissen zugrunde liegen, die werden mit ausgestellt, ja, also die kommen dann dazu. Oder ein anderes Beispiel, ich hatte mal im Auftrag des Goethe-Instituts eine Großausstellung über Europa gemacht, das ging schon los mit der Einladung. Dann haben sie mir gesagt, ja, im nächsten Jahr hätten wir gern so eine Ausstellung und ich soll mir jetzt 5 Städte suchen irgendwo in Europa. Und dann sagt ja, aber erstens, welche, warum diese? Und es ist ja illusorisch und dann soll ich mit Leuten arbeiten, wie will man das in einem Jahr machen? Das kann man nie im Leben hinkriegen. Und dann ging es darum, wie kann ich die Bedingungen ändern? Das war sozusagen der erste kuratorische Akt. Und dann hat das Projekt insgesamt 5 Jahre gedauert und sie haben sich tatsächlich darauf eingelassen. Und es waren dann so und so viele Städte innerhalb und außerhalb der EU. Es waren ganz unterschiedlichste Formate, von Ausstellungen bis hin zu Zeitschriften. Also auch jetzt nicht alles eben Ausstellungen. Aber was eigentlich für mich der Hauptpunkt war, das war ein EU-Projekt, ein EU-gefördertes Projekt mit dem Goethe-Institut. Mich haben dann die Regularien interessiert. Und auch zu sagen, unter welchen Bedingungen findet denn so etwas Gemeinsames statt? Und können wir diese Bedingungen verändern? Und das versuchen Sie mal, die Bedingungen eines EU-geförderten Projekts zu verändern in Bezug auf die Rollen. Wir haben das aber gemacht, wir haben das geschafft. Oder wir haben dann auch, also dass dann alle auch auf einer Augenhöhe arbeiten können. Das lässt nämlich ein Projekt nicht zu, weil dann ist man entweder Organizer und Co-Organizer, das sind aber die, die finanzstark sind. Die anderen sind dann Associated Partners, die können aber dann auch nicht entsprechend mitreden. Wie können alle dann sozusagen, auch wenn sie es formal nicht dürfen, wie können die aber alle trotzdem auf Augenhöhe agieren? Oder alle bekommen gleich viel Geld. Jeder bekam 30.000 Euro, das weiß ich noch. Aber wenn Sie jemand in Oslo 30.000 Euro geben, dann ist das nichts. Wenn Sie jemand in Novi Sad oder in Minsk 30.000 Euro geben, dann können da ganze Kunstszenen ein Jahr existieren. Und das alles war sozusagen aber auch kuratorischer Teil und wurde mitvermittelt und auch mitkommuniziert. So. Und da sind wir dann bei den Mechanismen, die dann überhaupt diese gemeinsamen Projekte, also man hat dann sozusagen angewandt schon über das, was Europa sein könnte, nachgedacht. In den Arten und Weisen der Durchführung. Das ist eigentlich die kreative Nutzung des Kuratierens. Ich weiß, also was du eben erwähnt hast, das Projekt A bis Z, das war eine Ausstellung, die ich im Hamburger Bahnhof kuratiert habe. Und da war nämlich eigentlich auch die Ausgangslage, dass ich die Sammlung Mazzona dort betreut habe, Konzeptkunst 60er, 70er Jahre. Und alle Privatsammlungen im Hamburger Bahnhof hatten Räumlichkeiten, außer der Sammlung Mazzona. Und dann habe ich mir die Räumlichkeiten, die eigentlich, genau, feste Räumlichkeiten. Und diese Sammlung, dann habe ich mir die Räumlichkeiten genommen, die kein anderer von den Kuratoren wollte, die neben dem Buchladen. Und habe dann eine Ausstellung gemacht, die den Buchstaben des Alphabets gefolgt ist. Also wir hatten 3 Ausstellungsräume und einen Raum für Bildung und Vermittlung, das Büro. Da haben wir auch schon zusammengearbeitet.
Und dann haben wir sozusagen, als es einmal durchging, habe ich dann sozusagen jeder, wie gesagt, das Konzept war, ausgehend von der Konzeptkunst, ein Buchstaben, Räume, und damit wurde die Sammlung gezeigt. Also die erste Präsentation hatte die Buchstaben A, B und C. A stand für Arte Povera, C für ca. 7500, eine Ausstellung, die Lucy Lippert kuratiert hat, und B für Daniel Buren. Und ich habe so alle Arbeiten der Sammlung Mazzona zeigen können und hatte gleichzeitig damit, weil wir natürlich immer wechseln mussten und dann alle 3 Monate gewechselt, hatten wir dann eine Ausstellung 2,5 Jahre, die diese Sammlung vorgestellt hat und sozusagen eigentlich ausgehend von den Ideen der Konzeptkunst gleichzeitig aber auch Ort oder Raum geschaffen hat in dieser Institution, wo es halt sehr schwierig war, Räume zu bekommen für Ausstellungen. Und da war so ähnlich, wie du das sagst, wo man eigentlich sozusagen die Struktur nutzt, kreativ nutzt, um eigene oder andere Projekte zu machen. Also jetzt sind ja schon ein paar, viele Ideen gefallen, viel Rückblick. Ich hätte 2 Fragen und finde ich auch noch gut, dem Publikum die Gelegenheit zu geben, falls es noch Fragen gibt. Aber also es gab noch 2 Punkte, die immer wieder anklangen. Also auch, dass natürlich die Kuratorin, dass das eine Position ist, die ja ungeheuer machtvoll ist. Und es gibt ja unterschiedliche Strategien, auch Macht abzugeben durch Partizipation, durch Netzwerke, durch Austausch, durch ökonomische Bedingungen transparent machen und die als Diskussion mit einzubinden. Also mich würde noch mal interessieren, was sind da vielleicht auch eure Ideen oder eure Wünsche, die Strukturen auch zu brechen? Und das wäre vielleicht, würde sich auch an die andere Frage anschließen, was so ein bisschen zukünftige Wünsche, Ideen an eure Arbeitspraxis sind. Also immer wieder diese komische Frage, so kein Geld, keine strukturellen Zwänge. Also das ist, funktioniert ja nicht, aber trotzdem weiß ich, dass ihr alles Personen seid, wo die Ideen nicht aufhören. Und irgendwie, ich habe hier erfahrene Kuratorinnen und Künstlerinnen vor mir sitzen, die durchaus viele Ideen haben und ich mir sicher bin, dass ihr euren Gestaltungsraum nutzen könnt. Also vielleicht so diese beiden Fragen vereint, so die strukturellen, machtvollen Änderungen und eben noch so Wünsche an Projekte. So. Wir haben ja bald Weihnachten. Oder was ist noch offen? Also was sind noch Sachen, die euch reizen, wo ihr so denkt, ja, das habe ich vielleicht mal irgendwann angefangen, aber irgendwie nicht so richtig ausgespielt, die Karte? Oder eben, es ist so viel Diskurs gerade, können wir nochmal in eine andere Richtung gehen? Also ich glaube, es ist gar nicht so ein Wunsch für die Zukunft. Das ist ja was wir schon machen, ist einfach die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Expertinnen, aber sozusagen, du arbeitest ja auch nicht nur mit KünstlerInnen zusammen, sondern mit Architektinnen, DesignerInnen, also der Austausch, und ich muss sozusagen nur an ein Projekt denken, was ja schon läuft, aber worauf ich mich wahnsinnig freue, ist hier im Haus, wir machen eine Ausstellung mit dem Moderna Musee zusammen, wo wir in Stockholm, wo wir sozusagen eine Brücke-Ausstellung mit den Kuratorinnen da vor Ort für Stockholm kuratieren und wir sozusagen eine schwedische moderne Ausstellung hier im Haus haben, die wir aber auch gemeinschaftlich kuratieren. Und das ist halt, finde ich, so wunderbar, weil es nicht nur um die 2 Ausstellungen geht, die man im Dialog und mit der Expertise der Partnerinstitutionen denkt, sondern es geht halt um viel mehr, also die ganzen Fragen, wie denkt man Institutionen, geht auch nachhaltiges Ausstellen, wie geht auch Shared Heritage, ne? Also wir teilen sozusagen, das ist ja letztlich minimale Kosten entstehen, weil wir wirklich unseren Sammlungsbestand dorthin geben und die schicken uns ihren, und das finde ich eigentlich so, was einfach, worauf ich mich freue, es ist ja schon ein Wunsch, der real wird, deshalb. Also mich interessiert es immer mehr und das praktiziere ich auch schon die letzten Jahre und das wird natürlich auch wieder bei der Stiftung Bauhaus aufschlagend. Wie kann man strukturelle Fragen zu inhaltlichen machen? Mhm. Diese Entkoppelung, die ist fatal, weil man ja dann unterschlägt, wie Strukturen selber ja schon, wie sich da, egal ob das jetzt Asymmetrien, Machtverhältnisse, Ideologien, also da schreiben sich ja auch schon ganz viele Dinge hinein, die etwas möglich machen oder nicht möglich machen. Und ich würde sagen, für die Institutionen generell wird es schwieriger. Ich könnte auch sagen, das staatliche Misstrauen wächst beständig. Also auch im Sinne von Nachweispflichten, Erfolgs-, also egal, ob man dann jetzt irgendwie Zielvereinbarungen, Meilensteine, Controlling und Wirkungsanalyse und.
es spricht nichts dagegen, sich zu legitimieren, das muss man auch, aber diese Diskurse um Nutzen und Nützlichkeit, die würde ich dann gerne anders führen, so. Also weniger betriebswirtschaftlich oder alleine betriebswirtschaftlich optimiert. Und das habe ich jetzt zwar in Dessau nicht so wie in Graz ich es hatte, weil das war ja, also da ging es auch immer natürlich um viel Geld und große Ausschlungen, aber jetzt habe ich so eine Behördenartigkeit, die auch fatal ist. Und wie letztendlich man über die Inhalte, über die Programmierung da die Perforierung, also da die Löcher in diese Struktur hineinbekommt, und über diese Programmierung auch tatsächlich diese jetzigen strukturellen Gegebenheiten verschiebt, um da auch den Raum und die Möglichkeiten, also den Raum zu weiten, also auch letztendlich die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen, Gestalterinnen, mit wem auch immer, um auch diesen Möglichkeitsraum zu weiten. Also das ist das, was, das ist eine Daueraufgabe, würde ich sagen. Aber das ist auch lustig, weil da kommt man ja, da ist man auch sehr stark in politischen Bereichen unterwegs, in ökonomischen sowieso die ganze Zeit. Aber das dann sozusagen auch in diese Ausgangsparameter zu integrieren und zu sagen, ja, und dieses Spielerische, das ist das, was ja deine Arbeit auch so wunderbar macht, da kann man manchmal sehr weit kommen. Erstmal muss ich sagen, Barbara hat sich nicht verändert. Das ist das Gleiche, was mich wachgerüttelt hat vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren oder was. Aber gleichzeitig eine der schwersten Fragen, die du stellst, was man sich wünscht. Weil ich denke auch, wir sind nicht im luftleeren Raum und alles, wenn ich so gucke, basiert auf immer den Optionen, die man in dem Moment erkannte oder die sich anboten und die Schwierigkeiten, die Themen gemacht haben. Ja? Und gleichzeitig denke ich jetzt aber auch, ich habe jetzt ein paar Jährchen auf dem Buckel, gucke auch zurück auf ein paar Werke, die ich schon gemacht habe und frage mich auch, ich habe einerseits einen Luxus erlebt auch, dass ich in der Zeit sozusagen Kunst gemacht habe, wo dieses Kuratoren da waren, wo man auch so in viele Biennalen eingeladen ist, es gab immer mehr Ausstellungsmöglichkeiten und auf eine Art fühle ich, dass ich fast tendenziell ein bisschen passiv war, was meinen eigenen Weg anging, weil ich immer, wenn irgendjemand einen Finger gehoben hat, gesagt, willst du nicht hier was machen? Klar. Willst du nicht hier was machen? Ja. Und dann manchmal wurde es zwar ein bisschen durcheinander, war ein bisschen schwierig, so, aber grundsätzlich hatte ich immer das Glück, dass ich sozusagen wohin gegangen bin und was da gemacht habe. Und erst dann fing auch das Nachdenken an, wenn es schon den Ausstellungsort gibt, das ist ja eigentlich eine Umdrehung, wie normalerweise was vielleicht im Atelier passiert oder man macht was fertig und dann wird ausgewählt und der Ort gesucht, wo es hinkommt, war die Praxis bei mir komplett andersrum. Und wenn ich mir jetzt so überlege, wenn ich mir so einen Wunsch, wenn ich was anders machen wäre, wenn ein Wunsch, was ich sozusagen, wenn ich mal überlegen wäre, wie wär's dann, wenn, ob man sich das selber ausdenkt, wie vielleicht kann ich selber aktiv werden, vielleicht jetzt nicht mehr so, obwohl ich finde immer so vieles toll. Ja, ich finde es dann auch immer toll, wenn man irgendwo anders hinkommt, wo man noch nie war oder jemanden kennenlernt und ein Thema liest, wo man denkt, ja, es sind viele gute Ideen da, finde ich. Ich habe schweren Verdacht, dass wir das möglicherweise teilen, dieses vieles toll zu finden. Ne? Also deshalb bin ich jetzt im Bauhaus gut aufgehoben, da habe ich schon vieles. Da gibt es viel. Ich schaue jetzt mal ins Publikum, ob es Fragen, Anmerkungen gibt, die Sie hier an die drei Expertinnen stellen wollen. Ich schaue in nachdenkliche, zufrieden. da gibt es, ich müsste mir ein Mikro ausleihen. Ich kann laut sprechen. Ja, wir nehmen das hier auf. Wir nehmen es auf. Ja, vielen Dank. Ja, ich weiß gar nicht, ob das schon eine richtige Frage ist. Da tauchte so ein Bild auf, bei dem letzten Thema durch das Kuratieren von Kunstausstellungen selber auch Strukturen zu verändern. Da fiel mir der alte Josef Beuys ein, wie er die Kunstakademie in Düsseldorf eigentlich kuratiert hat und versucht hat, die Strukturen zu durchbrechen. Das ging aber nur dadurch, dass er sich selbst zur Disposition gestellt hat. Also der hat in Kauf genommen, dass die Strukturen ihn herauspfeffern. Und haben sie ja auch mehr oder weniger gemacht. Und
ich selber, ich organisiere oder habe soziale Einrichtungen organisiert, wo ich ein ähnliches Dilemma habe, wo ich inhaltliche Wünsche habe, die aus der Sache selber kommen, aber staatliche Strukturen, die da reinwirken, was sie eigentlich gar nicht dürften. Also das Geistesleben müsste eigentlich frei sein. Der Staat hat euch nicht zu sagen, wie ihr das machen müsst und so weiter. Er hat euch das Geld zu geben, dass ihr das tun könnt, was ihr macht für uns. Ne? Und ja, wie viel... Das ist jetzt so, dass ich mich eben frage. Klar, ihr nutzt ja auch Gelder, ihr nutzt Strukturen, ihr könnt darin kreativ spielen und gleichzeitig müsst ihr euch auch in denen bewegen. Ne? Wie viel Revolution bleibt da über nach 10 oder 20 Jahren? Ne? Und wie fühlt man da selber nicht auch ein bisschen korrupt bei? Was wäre so die Frage, was vielleicht wir jetzt beantworten? Vielleicht setzen wir uns mal so zusammen. Also es geht ja immer viel um Kollaboration und Zusammenhänge in diesen Tagen. Und vielleicht, wir haben auch schon viel über sowas gesprochen. Also wir sind auch keine Novizen auf dem Feld. Es ist, glaube ich, so, dass es irgendwie... auch dieses viel strapazierte Wort der Privilegien doch dann irgendwie, müssen wir es heute Abend vielleicht auch mal aussprechen. Es geht ja viel über die eigene Person erstmal, wo man selber sich so sieht und verortet und sich fragt, was mache ich hier eigentlich in diesem ganzen Zirkus? Und ich finde, da hilft das Alter einem ja auch so ein bisschen auf die Sprünge. Also das ist was Schönes, wenn man auf Dinge zurückgucken kann und noch lernen kann. So. Und die Frage ist jetzt, vielleicht, also mich hat das ziemlich beschäftigt, als auch so diese Diskussionen aufkamen, Kuratorinnen abzuschaffen. Habe ich mich so gefragt, woher kommt jetzt diese Radikalität und was habe ich mir eigentlich immer gewünscht von Kuratorinnen? Und der Wunsch wäre, glaube ich, gewesen, dieses Care noch ernster zu nehmen. Also es wird ja immer so behauptet, Care. Und da ist jetzt vielleicht nochmal die Frage an euch persönlich, euch drei, die ihr jetzt hier eingeladen seid und das Mikro habt und ich jetzt auch, was ihr vielleicht als Menschen gar nicht so aus dieser Rolle der Direktion oder der Künstlerin, sondern aus so einer humanistischen Rolle euch vorgenommen habt für die nächsten Jahre. Also wo gehen die Kräfte hin? Denn ihr... seid kräftig, das finde ich toll. Also ich meine, auch wenn das so, ich sagte es jetzt gerade, dass ich mich so privilegiert fühle, wenn ich so zurückgucke, gefühlt war das anders. Also als ich so angefangen habe und so weiter, habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, sozusagen nicht auszureichen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mir diese Strategie angeeignet habe, die dahinter irgendwie zu der Jankowski-Idee wurde, immer diese Hilfe dazu zu holen aus der anderen Welt, die sozusagen meine Stimme in der Kunstwelt ist. Und damit bringe ich dann, wenn du auf das Humanistische anspielst oder meine Schwierigkeit zwischen den Schemen dann auszuwählen, ist eine ähnliche. Auf eine Art merke ich, dass dadurch eine Stärke reinkommt, genau so Randpersonen reinzuholen und mit denen auch den... die Öffentlichkeit zu geben, was auszusprechen, was zu sagen, einen anderen Begriff zu verwenden. Also ich fühle mich mit dem was, da jetzt nicht, dass ich was anderes in Zukunft leisten werde oder kann, als das so weiterzumachen. Das ist irgendwie so mein Weg, andere Leute mitzunehmen und einzubinden. Und noch ganz kurz zu deiner... Ich bin vielleicht auch nicht informiert genug, aber interessant glaube ich auch, ist auch natürlich eine schöne Anekdote von Beuys, dass er da raus aus der Akademie ist. Er hat ja aber auch viel dafür getan, wieder reinzukommen und das auch wieder inszeniert, wie er reinkam. Also insofern ist es auch eine Art von Radicality wie Criticality etc., wo man auch, denke ich, mit so dem historischen Abstand darauf guckt, wir sind alle auf einer Art im System und da mache ich mir auch nichts vor. Natürlich brauche ich den anderen und ich wäre dann eher kritisch, wenn sich das Leute groß aufschreiben, die Revolution und jetzt wird alles ganz anders. Und, ja. Das könnte ich auch unterschreiben. Also die Frage, die alte Frage ist ja immer, wo können wir
etwas verändern. Können wir es innerhalb des Systems oder können wir es außerhalb? Ich habe mich auch für den Weg innerhalb entschieden und das ist auch nicht immer lustig. Also wenn man dann so launig erzählt, dann klingt das ja besser, als es ist, weil man ja ständig auch in unglaublichen Interessenssphären sich bewegt. Und die sind ja auch im Wettstreit zueinander. Also es ist ja nicht so, dass das, also da wollen ja unterschiedlichste Menschen etwas von einem. Und da muss man ja auch durchmanövrieren. Und die Frage dessen, wie viel können wir verändern, also im Endeffekt muss man jemanden dann an den Taten messen. Also wirklich jetzt, da können wir jetzt reden, so viel wir wollen. Man muss dann gucken, was haben wir gemacht, wozu hat es geführt, haben wir bestimmte Dinge verändert und wo haben wir sie verändert? Pauschal im Großen nein, im Kleinen glaube ich sehr wohl. Also in Graz kann ich zum Beispiel sagen, dass meine strukturelle Arbeit dazu geführt hat, dass das Kunsthaus, das vorher doch in der Abhängigkeit von einem noch größeren Dach war, von dem Universalmuseum, meine Nachfolgerin hat jetzt wieder ein eigenständiges Haus. Also das ist strukturelle Arbeit. Und da sehe ich, also ich glaube, dass ich da auch etwas dazu beigetragen habe. Und das ist an jedem Ort dann unterschiedlich. Bei dem Europaprojekt hat das auch Konsequenzen gehabt, weil Menschen an Orten partizipieren konnten, Künstlerinnen, Kuratorinnen, die eigentlich für solche Projekte gar nicht vorgesehen waren, weil sie gar nicht die finanziellen Mittel dafür haben würden. So. Also das sind dann ganz konkrete Dinge. Und klar, die ethische Frage, die steht über allem. Und da sind wir wieder bei Verantwortung und bei Sorge tragen, das, was Sie ja auch gesagt haben. Ja, und das muss man sich auch, ich würde sagen, vielleicht fragt man sich es nicht jeden Tag, aber man sollte sich regelmäßig fragen, wo man da eigentlich steht. So wahnsinnig privilegiert ist der Job nicht. Ich habe eigentlich immer befristete Verträge. Einmal hatte ich keinen, dann habe ich aber freiwillig gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, da war für mich jetzt so alles erreicht. Das war in Leipzig. Ansonsten weiß man nie, wie es weitergeht. Das kann so oder so sein. Und das beeindruckt mich jetzt aber auch nicht in meinem Handeln. Also ich verhalte mich jetzt nicht so, dass ich mir denke, jetzt muss ich bei allen wahnsinnig beliebt sein, weil sonst finde ich keinen Job mehr. So. Das ist doch gut. Wir haben ja noch eine Frage, dann würde ich sagen... Also, ich bleibe mal sitzen, weil alle ja sitzen. Warum soll man da aufstehen? Das Wort, um das mir ging, ist eben gefallen. Verantwortung. Vorher fiel es nicht. Also die ganze Sache, das liegt in der Natur, so einer Rede, wird ja zugeschüttet mit Worten. Am Ende weiß man gar nicht mehr, was ist jetzt los. Ja? Erstaunlich, dass der Künstler das am besten kann, dieses Zumachen, also das Zuschütten mit Worten. Aber dieses Wort Verantwortung ist eben am Ende gefallen. Also es erübrigt sich eigentlich meine Frage jetzt, obwohl es auch nur als Wort gefallen ist. Es gab keinerlei Erklärung dafür. Ich habe ehrlich gesagt ganz am Anfang bei der Einführung gesagt, dass ich die beiden eingeladen habe. Entschuldigung. Ja, weil ich sozusagen genau dieses Verantwortungsgefühl in der Praxis von Christian und Barbara so mir so gut gefällt, also dass sie sozusagen Kuratoren... aber ich finde, das ist eigentlich wie ein roter Faden und deshalb fand ich die Frage auch schön und hatte das Gefühl, die beiden hatten das schon gut beantwortet, denn es ist eigentlich mehr als nur Ausstellungen machen, sondern es ist ja mit allen Beteiligten, gerade wenn man institutionelle sozusagen Leitung übernimmt und das fand ich auch die schöne Idee, dass du die auch als kuratorische Aufgabe verstehst. Und da ist es natürlich noch ein viel größerer Rahmen, in dem man Verantwortung zeigen muss und auch, also sozusagen, das finde ich ehrlich gesagt auch ein Privileg, dass man das zeigen kann, dass man Leute einladen kann, teilzuhaben, aber das fand ich, Verantwortung war immer... Ja, da würde ich jetzt mal verantworten. Wem gegenüber denn? Für wen? Vor sich selber? Naja, vor sich selber, klar, das ist das eine. Man will sich ja schon noch in den Spiegel gucken, so. Banal ist es auch manchmal. Ja, aber das andere ist Verantwortung vor allem gegenüber all denen, mit denen man auch zu tun hat. Also da auch entsprechend, da gehört Empathie genauso dazu, wie auch ein Ernstnehmen und auch ein Ernstnehmen von Positionen, die interessieren mich ja manchmal am meisten, die so ganz anders sind wie meine eigene. Also auch zu sagen, das sich mal anzuhören und nicht zu denken, da ist jemand so komplett daneben, sondern auch sich zu überlegen, warum kommt die Person zu genau dieser Haltung oder zu einer solchen Aussage.
und Verantwortung auch gegenüber, also es sind einfach verschiedene Ebenen, Verantwortung auch gegenüber einer Institution. Also wenn man, wie ich komme ja immer wieder an andere Orte und das waren ja jetzt schon einige kleinere, mittlere, halbgroße, wo sie auch, sie schreiben sich ja auch in eine institutionelle Verantwortung hinein. Sie haben ja auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die da arbeiten. Aber sie haben eine Verantwortung, sie haben ja auch sowas wie, es gibt auch sowas wie ein Vermächtnis, das sich aus der Institution heraus letztendlich ableiten lässt. Das wird dann unterschiedlich interpretiert, von mir jetzt anders als vielleicht, also oder sicher, von denen, die vor mir waren. Aber man lebt auch in dem Bewusstsein, dass man es nicht nur für sich macht, sondern auch in dem Wissen, dass man in einer bestimmten Linie, wäre jetzt falsch, weil es geht natürlich nicht um was Lineares, aber man steckt in etwas, das doch mehr ist als man selber. Ich habe eine super Anekdote. Da hat ein Sammler hat mal einem Museum einen Beckmann geschenkt. Und der Museumsdirektor war ein umstrittener Mann. Und seine Frau hat dann gesagt, ja, warum schenkst du jetzt diesem Direktor dieses Bild? Und der Mann hat dann gesagt, ich schenke es nicht dem Mann, sondern dem Museum. Und das meine ich, wenn ich sage, es gibt etwas, es gibt Kontext. Und das ist auch noch, also die Verantwortung ist dann auch eine, die sich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen entwickeln muss. Und wenn ich das jetzt so nochmal einen Bogen schlage, das sagte ich vorhin, an den Taten muss man gemessen werden. Reden kann man viel, das ist der Nachteil von Diskursveranstaltungen wie dieser hier. Man muss sich die Arbeit anschauen, man muss sich die Praxis anschauen, deshalb ist das mit dem Machen schon eine gute Sache. Nur reden reicht nicht. Also vielleicht lasse ich noch eine Frage zu. Wir sind schon am Ende der Zeit. Dann, sonst würde ich vielleicht einfach sagen, wir sind noch da und würde offiziell schließen, weil ich sehe, einige schauen schon auf die Uhr und müssen gehen, sonst wird es hier gleich so trubelig. Und wir sind noch da und diskutieren gerne noch mit denen, wenn jetzt noch mal was nachkommt. Dann würde ich mich jetzt erstmal gerne bei Ihnen allen sehr bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Dasein. Bei Barbara Steiner, bei Christian Jankowski, bei Lisa Schmidt für die Antworten, für die Ideen. Ich hoffe, es geht weiter mit den Ideen. Wir werden alle gemessen an den Taten. Also wir besuchen unterschiedliche Institutionen, verfolgen die Arbeiten und hoffen auf weitere oder ich hoffe auf weitere Ideen und konstruktive Veränderungen, die alles ein bisschen durcheinander würfeln. Also in dem Sinn wünsche ich allen jetzt einen sehr schönen dritten Advent. Wer Interesse hat, am nächsten Donnerstag haben wir noch ein Tischgespräch zum Thema Forschen. Kommen Sie alle gut nach Hause und einen schönen Sonntag noch. Tschüss.